Habe die Ehre. Ich habe die Ehre, hier predigen zu dürfen. Und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott miteinander. Schön, dass ihr da seid. Mir ist an mir, ihr seht es hinter mir. Und das ist gut so, dass die Bayern sie selber sind. Wow, hier geht's voll ab, ey. Disco, Hammer, Hammer. Das war gar nicht so geplant, ey. Brauchen wir nur die richtige Musik dazu. Wisst ihr, dass es für mich eine Wahnsinnsehre ist, in diesem Land leben zu dürfen? Also nicht nur in Deutschland, sondern hier in Bayern, in diesem Bundesland leben zu dürfen, ist für mich eine Wahnsinnsehre. Die Bayern haben eine starke Kultur, sie haben eine starke Identität, die sich auch ganz stark von den Kulturen in anderen Bundesländern abzeichnet. Sie haben sogar eine eigene Nationalhymne. Wer weiß, dass die Bayern eine eigene Nationalhymne haben? Wer kann mir sagen, wie sie beginnt? Halleluja. Hanna, du bist richtig gut. Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland. Über deinen weiten Gauen ruhe seine Segenshand. Ich habe den falschen Presenter. Da gibt es zwei. Jetzt da. Er behüte deine Fluren, schütze deiner Städte Bau und erhalte dir die Farben deines Himmels. Weiß und blau, genau. So schaut's aus. Ist das nicht cool? Und die zweite Strophe fängt auch mit Gott mit dir, dem Bayernvolk, an. Also die Bayern haben sich eine eigene Hymne gegeben, wo sie Gott direkt an erste Stelle setzen. Ich glaube, dass Bayern nicht umsonst so gesegnet ist, wie es ist. Ich glaube, es kommt aus einer Tradition heraus, dass Menschen eine Kultur gebaut haben, die gesagt haben, wir setzen Gott an erste Stelle. Meine Frau und ich, wir kamen 2006 von Hannover hier nach Bayern. Und Hannoveranern sagt man nach, dass wir das sauberste Deutsch in ganz Deutschland sprechen. Und ich kam in einen kleinen bayerischen Betrieb, ja, mitten in der Holledau. Mein Chef, fast 20 Jahre lang Vorstand im Theaterverein, der auf den Erhalt der bayerischen Sprache unheimlich viel Wert gelegt hat. Und so erklärte er mir in den ersten Wochen meinen Arbeitsauftrag. Und ich schaute ihn an. Hast du mich verstanden? Na, und dann hat er mir nochmal auf Hochdeutsch erklärt und so ging das an etlichen Morgenen. Und so langsam habe ich verstanden, was er von mir wollte. Und dann hat er mir auch erklärt, in Bayern ist es ganz wichtig, Daniel, da sagt man nicht Tschüss, das darf man nicht sagen. Man sagt Servus oder Pfirti. Ja? Also führe dich Gott, behüte dich Gott. Auch wieder dieser Bezug zum Glauben, wie stark. Und man sagt auch nicht Hallo, sondern man sagt Servus oder Grüß dich oder Grüß Gott. Also grüße dich Gott. Also Gott soll dir begegnen, soll dich begrüßen. Das ist so was Schönes. Also für mich ist es ein Wahnsinnsvorrecht, in diesem Land leben zu dürfen. Hier Pastor sein zu dürfen, ist für mich einfach Spitzenklasse. Und wir fragen uns seit 2 Wochen, was hat das mit unserem Glauben zu tun? Ich glaube, es hat Folgendes mit unserem Glauben zu tun. Die Bayern haben eine starke Kultur, haben eine starke Identität. Sie wissen, wer sie sind, was sie auszeichnet, was man sagt und was man nicht sagt in diesem Land. Ja? Was man ist und was man nicht ist. Kultur kommt eigentlich aus dem Ackerbau und meint das Bearbeiten, das Pflegen vom Boden, von dem Acker. Was du nicht pflegst, verwildert. Wenn du einen Garten hast und den anlegst, wir haben ein paar Gärtner unter uns, du säst da Samen rein, die werden aufgehen, aber es wird auch ganz viel Zeug daneben aufgehen und das, was du eigentlich zum Wachsen bringen wolltest, ersticken. Nun, Dinge, die ich bearbeite, die ich pflege, werden kultiviert. Auch im Soziologischen werden Werte, Überzeugungen, Ansichten, die ich pflege, die ich bewahre, irgendwann zur Kultur. Und wir können nicht erwarten, dass wenn wir nicht bewusst uns hinknien und etwas investieren, uns vielleicht auch die Hände schmutzig machen, uns Mühe geben, dass irgendeine gute Kultur von selber entsteht, nur weil wir einfach hoffen, dass was entsteht. Sondern wir müssen investieren. Dieser Mann, der kniet sich hin, der rupft das Unkraut raus, der schaut, dass die Pflanze das bekommt, was sie braucht, um zu wachsen und kultiviert damit einen Garten, der schlussendlich
viel mehr Frucht hervorbringt, als wenn er ihn einfach nur so hätte wachsen lassen. Und das ist im Menschlichen auch so. Hohe Kulturen in der Antike waren über Jahrhunderte stabil, weil sie ganz feste Normen hatten, ganz feste Werte, und die Regenten haben sich ganz hart eingesetzt, dass diese Kulturen bestanden blieben. Und wenn du dagegen aufgestanden bist, dann warst du ausgemerzt. Und das war einerseits ganz schön krass, aber das hat dazu gedient, dass solche Kulturen sich über Jahrhunderte erhalten haben. Welche Werte wollen wir leben? Wir wollen ja alle Frucht haben. Wir wollen 1500 Menschen erreichen. Ja, mal schauen, wie das passiert. Es passiert nicht einfach von selber, sondern auf dem Weg zu diesem, warum machen wir, was wir machen. Also wir wollen 1500 Menschen, 1% der Weltbevölkerung, 1% der Ingolstädter Bevölkerung im Jahre 2027 wollen wir erreichen. Das ist das große, warum wir alles machen. Aber wie wollen wir unterwegs sein? Dieses Wie bezeichnet die Kultur, die Art und Weise, mit der wir hier Kirche bauen wollen. Welche Werte sind uns so wertvoll, dass wir sie kultivieren wollen, dass wir uns hinknien wollen, dass wir uns reingeben wollen, damit wirklich schöne Frucht entsteht und nicht nur ganz kurz aufgeht und dann überwuchert wird wieder. Und das war eine schöne Idee damals, wisst ihr noch, als wir uns vorgenommen haben, 1500. Ja, das war so schön damals, ja, ja. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Der erste Wert, den wir als Kirche leben wollen, und wir haben uns in den letzten paar Wochen schon Gedanken dazu gemacht, ist der, wir lieben Gott. Aber wie liebt man Gott? Ja, ich liebe Gott. Ja, aber wie macht man das? Und das sind drei Punkte, die wir uns eigentlich zu Herzen nehmen sollten. Nicht nur eigentlich, die wir uns zu Herzen nehmen. Und der erste Punkt ist, entwickle deine Beziehung zu Gott. Du kannst keine Beziehung zu jemandem haben, wenn du nicht auch etwas reingibst. Es muss sich entwickeln. Du wirst niemals ein guter Mediziner werden, wenn du nicht da investierst. Du wirst niemals ein guter Musiker werden, wenn du nicht investierst. Du wirst niemals eine funktionierende und glückliche Ehe haben, wenn du nicht investierst. Du wirst niemals eine Kultur haben, in der es sich lohnt zu leben, wenn du nicht investierst. Entwickle deinen Charakter. Entwickle das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist niemals zu Ende. Meine Oma mit über 80 Jahren, das tägliche Gebet, Herr, verändere mich. Hammer, Hammer. Dieser Charakter ist nie zu Ende entwickelt, sondern geht bis zu unserem Lebensende. Wir müssen immer formbar, immer korrigierbar bleiben in unserem Wesen, in unserer Art. Und das dritte ist, entwickle deine Berufung. Das, was Gott in dich hineingepflanzt hat. Entwickle es, begieße es, probier es aus. Das ist ein Ausdruck unserer Liebe zu unserem Schöpfer Gott. Er hat uns nicht nur dazu gemacht, dass wir vegetieren, dass wir irgendwie vor uns hinleben, sondern das, was hineingelegt worden ist, dass es sich multipliziert. Der zweite Wert, Jürgen hat letzte Woche darüber geredet, den wir kultivieren wollen, ist der, wir lieben Menschen. Das ist echt eine Herausforderung. Das ist echt eine Herausforderung. Wir Menschen sind so speziell. Aber es sind drei Tipps, die uns helfen, Menschen zu lieben. Der erste ist, sei ein Diener. Jesus hat es uns vorgelebt. Ja. Kurz vor seinem Ableben auf dieser Erde kniet er sich hin und verrichtet die Arbeit eines Sklaven, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht und zeigt ihnen damit seine Liebe. Das zweite ist, sei ein Teamplayer. Meine nicht, du musst alles alleine können, sondern schließ dich mit anderen zusammen. Wertschätze den anderen mit seiner Gabe. Lass dich ergänzen. Und das dritte ist, sei authentisch. Gott hat dich gemacht, wie du bist. Sei es introvertiert, sei es extrovertiert, sei es menschenorientiert oder aufgabenorientiert. Sei, wie du bist. Aber nimm auch nicht diesen Punkt, authentisch sein, als Ausrede für miserablen Charakter. Ja, ja, ich bin, wie ich bin. Ne? Ich bin halt ein Grantler. Nein, Charakter darf sich weiterentwickeln, trotz aller Authentizität. Nun, haben wir das einfach so aus der Luft gegriffen? Oh, das hört sich super an. Gott lieben Menschen, super. Nein, schlussendlich sind das Werte, die wir aus dem Schma Israel, aus dem jüdischen Glaubensbekenntnis ableiten können. Das finden wir im 5. Buch Mose. Aber auch Jesus greift diesen Punkt wieder auf. Er wird gefragt,
Lehrer, was ist das wichtigste Gebot, was wir beachten sollen? Also was ist das Wichtigste, was wir kultivieren sollen? Was muss ich mir immer wieder vor Augen malen? Was muss ich jeden Tag einüben, damit es zu einer Gewohnheit wird, damit die Gewohnheit zu einer Kultur wird, damit etwas so gut kultiviert ist, damit etwas aufblühen kann? Was ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet im Markus-Evangelium Kapitel 12, Vers 29 bis 31. Das Erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Wir sehen schon, Gott lieben und Menschen lieben. Aber ich habe ja auch so leichte Betonung hier gesetzt, ne? Ganz, 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 ganz. Ich glaube, wir wissen schon, wo die Reise hingeht mit dem dritten Punkt. Der dritte Punkt, den wir kultivieren wollen, der heißt, mir ist an mir, wir geben unser Bestes. Oh, das ist aber stressig, Daniel. Ich dachte, Gott ist so ein entspannter Gott, wo man einfach so machen kann, wie man will. Das, was übrig ist, das gebe ich halt noch so. Das, was habe ich jetzt hier noch übrig? Ach Gott, hier, wir geben unser Bestes. Ehre den Herrn mit dem Besten deines Ertrages. Ehre den Herrn mit deinem ganzen Leben. Ganz wichtig bei diesem Punkt, es geht nicht um Leistung, es geht um eine innere Haltung. Weil wir können unheimlich schnell in dieses Christentum reinkommen, was produzieren will, was beweisen will, was machen, was tun will. Und das ist alles notwendig, aber das ist ein Resultat aus einer Haltung, die ich erstmal für mich als eine Haltung, als einen Wert definieren muss. Und von der ich dann ausgehend sage, okay, das möchte ich jetzt wirklich einüben. Wie können wir Dinge gut tun? Beziehungsweise wie können wir unser Bestes geben, indem wir Dinge gut tun? Was du tust, das tue gut. Und wir können das auch lesen von dem Leben von Jesus, da heißt es im Markus-Evangelium. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Die waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er tut? Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Die Menschen, die zur Zeit Jesu unterwegs waren, die stellten ihm ein Prädikat aus. Made in Germany, ja. Made by Jesus. Boah, was der tut, ist gut. Nicht so, naja, reicht schon, passt schon, ja, sondern wow, was Jesus tut, ist gut. Wer von euch hat ein Auto? Ich finde es cool, in Afrika unterwegs zu sein, da gibt es keinen TÜV. Gibt's nicht. Solange das Auto fährt, darfst du damit fahren. Also nicht in allen Ländern, Südafrika sieht anders aus, aber in Ostafrika, wo ich geboren bin, sieht es anders aus. Da brauchst du keinen TÜV. Aber ich setze mich ungern in ein Auto, wo der TÜV-Beamte sagt, ist alles super, bis auf die Bremsen, die funktionieren nicht. Naja, wer bremst, verliert. Also von dem her, auf geht's. Michael, das ist sympathisch, gell? Vollgas. Wie ist das mit unserem Herzen? Wie ist das mit unserer Seele? Wie ist das mit unserem Verstand? Wie ist das mit unserer Kraft? Passt schon? Alles müssen wir doch nicht, oder? Du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft lieben. Nicht zu 50, 60, 70, 80, 90, 100, 99, 100%. 100% sollst du geben, heißt es da. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du sagst, oh Mann, was für ein Stress und so. Es geht um mein Herz. Will ich das? Will ich das? Es geht nicht erstmal um das Resultat und ob mir irgendjemand außerhalb er attestiert, das hast du zu 100% gemacht. Das weiß der doch gar nicht. Vielleicht habe ich mir nur 50% Mühe gegeben und er hat so einen niedrigen Anspruch und denkt, boah. Es geht darum, sein Herz vor Gott komplett hinzugeben, sein Leben komplett hinzugeben. Und ich habe festgestellt, wenn da steht, dass wir das machen sollen, dann dient uns das immer zum Segen. Die Gebote Gottes dienen den Menschen immer zum Segen.
und niemals zum Fluch oder zum Ausgebranntsein. Im ersten Petrusbrief, da lesen wir Folgendes. Kapitel 4, Vers 10 sagt der Petrus, und das war ein Jünger Jesu, er war mit Jesus unterwegs. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn wir Dinge tun, also gut tun, dann nicht für uns in erster Linie, sondern wir tun es um der anderen willen, um der Menschen willen, die wir lieben sollen. Werte, die ich schlussendlich nicht tue, von denen ich nur überzeugt bin, die werden niemals zu einer Kultur werden, in der irgendwas aufblüht, wächst und gedeiht. Ein Garten wird nicht dadurch schön, wenn ich einfach nur davon überzeugt bin, ich müsste jeden Tag eigentlich da gießen und ich müsste eigentlich jeden Tag Unkraut zupfen und ich müsste jeden Tag so ein bisschen in Erde umwühlen und ein bisschen Dünger drauf machen. Das wird niemals aus meiner tiefsten Absicht, ja, ich meine es von Herzen, Gott. Ja, dann geh doch hin und mach's. Tu Dinge gut, nicht denke Dinge gut, sondern tu Dinge gut. Was du tust, das tue gut. Ich will, dass wir uns als Kirche dadurch auszeichnen. Dass sagen, wow, wo kommst du her? Aus der City Church, wow. In Fulda gibt es eine Gemeinde. Und wenn die Arbeitgeber herausgefunden haben, dass diese Leute, die sich beworben haben auf eine Stelle, aus dieser Gemeinde sind, aus der Brüdergemeinde Aschenberg, die haben sofort die Stelle bekommen. Die wurden bevorzugt vor allen anderen, egal wie die Noten waren. Weil die wussten, diese Leute sind total verlässlich. Diese Leute lügen nicht. Diese Leute geben immer ihr Bestes. Das war den Arbeitgebern, nachdem die Gemeinde ein paar Jahre in dieser Stadt war, allen bekannt. Hey, wenn du einen bekommen kannst aus der Gemeinde, dann läuft dein Geschäft. Wäre doch genial, oder? Wenn dein Arbeitgeber das sagen könnte. Hey, der ist aus der Church. Das muss eine gute Gemeinde sein. Der muss fleißig sein. Der muss anständig sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Arbeitsstelle, in der Ehe, in der Kindererziehung aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Vorbereitung zu einem Gottesdienst aussieht, in der Begrüßung, an der Türe, Bewirtung, Kaffee, Gebäck, Predigt, Sound, Übersetzung, Kindergottesdienst, egal was, im Umgang miteinander. Will ich die Dinge nur abhaken, Hauptsache erledigt, oder will ich das, was ich tue, wirklich gut tun? Das ist wichtig. Aber ich glaube, dass Gott schlussendlich meine Haltung, mit der ich etwas tue, wichtiger ist als die Dinge, die ich tue. Ganz wichtig, damit wir nicht in so ein Hamsterrad reinkommen. Damit wir nicht immer meinen, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Mit welcher Haltung tue ich Dinge? Und wenn ich sie dann tue ich sie gut. Nun, wie können wir unser Bestes geben, indem wir Dinge gut tun? Der zweite Punkt ist eine Herausforderung. Handle, bevor du gefragt wirst. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, du siehst irgendwo ein Papier oder Dreck rumliegen und sagst, Mann, das müsste dann doch mal aufheben. Also das müsste mal jemand aufheben. Oder du siehst irgendeine Situation, die du echt bescheiden findest und denkst dir, also das sollte man mal ändern. Am besten der Arbeitgeber oder der Politiker, der Chef oder der Vorstand, ja, das sollten die mal machen, ja. Wenn es mir, wenn es dir auffällt, dann sollte es nicht man mal machen, sondern dann sollte es vielleicht du oder ich es dann machen, wenn es mir auffällt. Bevor jemand sagt, könntest du mir die Türe aufhalten, will ich die Türe aufhalten. Bevor mich jemand fragt, kann ich für dich beten, will ich sehen und spüren, hey, der braucht jetzt mein Gebet. Bevor jemand sagt, kann ich mir Geld ausleihen, siehst du schon, kennst deine Situation, redest mit ihm und sagst, hey, ich will dich ein bisschen unterstützen. Höre Israel, heißt es, höre. Das ist die Einleitung, mit der dieser Vers beginnt. Höre Daniel, du sollst mich mit deinem ganzen Leben lieben. Nicht nur sonntags, nein, unter der Woche, zu jeder Zeit, in allen Umständen. Nicht nur, wenn Menschen dich beobachten und sehen, sondern auch gerade dann, wenn dich niemand beobachtet. Unser Charakter wird sichtbar in den Augenblicken, wo niemand zuschaut. Wenn du wissen willst, wie du bist, schau dich mal selber an in den Augenblicken, wo dich niemand beobachtet. Höre hin, schau hin, beobachte, nimm wahr, was um dich geschieht.
Und was ich jetzt nicht meine, ist, dass wir wie wild durch die Gegend rennen und allen die Türe aufhalten und allen Kaffee geben, die einen Kaffee haben wollen und alles Mögliche machen und einen Wahnsinn Stress ausarten, sondern dass wir eine Haltung der Achtsamkeit pflegen, dass wir wahrnehmen den anderen. Wir wollen Gott lieben, wir wollen Menschen lieben, wir wollen Menschen dienen, das heißt achtsam sein, handeln, bevor wir gefragt werden, damit wir unser Bestes geben. Wenn ich bei meiner Schwiegermama zu Besuch bin, ich weiß nicht, wie die das macht, das ist echt faszinierend. Ich trinke Kaffee, ich nehme an, die hat einen Röntgenblick. Und die merkt, wenn nur noch so ein Zentimeter Kaffee da drin ist, weil dann steht die schon neben mir und gießt mir ein. Also die ist am anderen Tisch. Die ist am anderen Tisch und ich trinke hier meinen Kaffee und bin gerade ja, fast so am Ende. Und die steht schon da und sagt, Daniel, darf ich nochmal nachgießen? Und ich schneide meine Brötchen auf und klappe das auf und da ist die schon die Butter da, weil die handelt, bevor ich irgendwas sagen muss. Das zeichnet einen guten Kellner aus, dass er sieht, was der Gast braucht, bevor der Gast fragen muss. Jürgen hat erzählt, ne? Maria Hilf heißt diese Wirtschaft bei euch im Schwabenland, ne? In Füssen. Ja, da kriegst du ein Bier hingestellt, sobald dein Bier leer ist. Da musst du gar nichts sagen, das gefällt mir. Jesus sagte einmal, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Das ist die Kultur, die sich daraus ableitet, dass wir Gott lieben und die Geschöpfe, die Gott gemacht hat, lieben. Wir wollen handeln, bevor wir gefragt werden. Der dritte Punkt ist der, gib mehr, als von dir erwartet wird. Das ist, ey, hör mal, Daniel, kannst du nicht immer irgendwie andere Sachen hier predigen? Willst du dein Bestes geben? Dann gib mehr, als von dir erwartet wird. Ich war letzte Woche in der Schreinerei mal wieder und wir waren unterwegs auf einer Montage und waren in der Wohnung, wo wir Schiebetüren reparieren mussten und Fenster und alles mögliche. Und die Wohnung war echt runtergearbeitet. Also die Leute, die da vorher drin waren, meine Güte. Und das war überhaupt nicht mein Tag. Also ich habe echt bescheiden gearbeitet. Ich war nicht zufrieden mit mir selber. Und der Kollege sagte mir, ach Daniel, das wird dir bei der Wohnung eh keiner danken. Dachte ich mir, ja, hat er recht. Habe ich ihm gesagt, nee, es ist mir egal, ob mir keiner dankt. Ich weiß, dass es mir um meinen eigenen Anspruch geht. Ich war nicht zufrieden mit meinem eigenen Anspruch, weil ich will Dinge besser machen, als wie sie von mir erwartet werden. Ich will mehr geben, als von mir erwartet wird. Ich will Dinge gut tun und ich will mehr geben. Natürlich kann man sich auch darin verlieren und nochmal Sahnehäubchen auf Sahnehäubchen auf Sahnehäubchen. Und auch hier geht es wieder um meine Einstellung. Denke ich innerlich, ach, das fällt mir jetzt gerade nicht schwer. Das gebe ich halt mal. Oder will ich es wirklich sagen, Gott, ich will mein Bestes geben. Du sagst, wir sollen nicht mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit dem ganzen Sein, mit allem, was wir sind, lieben. Und wenn du das sagst, dann dient das schlussendlich mir zum Segen. Dann baut das eine Kultur, in der Menschen leben, wertgeschätzt werden, in der Menschen aufblühen können, in der Menschen ihre Bestimmung finden, in der Menschen in ihr Potenzial reinkommen, in der Menschen anderen Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Ich will das nicht nur in der Schreinerei so machen, nein, ich will es vor allem im Reich Gottes so machen. Und das Reich Gottes fängt bei mir daheim an, bei meiner Familie, bei meinen Kindern. Und ich bin da hinterher, aber ich bin da nicht gut drin. Ich bin unterwegs mit euch, aber ich will das. Da ist eine Haltung in mir, die sagt, ich will mehr geben, als von mir erwartet wird. Tu deine Arbeit mit Hingabe, da wo Gott dich hingestellt hat, tu es mit Hingabe. Was du tust, tu es nicht für Menschen, dass Menschen dich loben, sondern tu es für Gott. Weil vor dem wirst du eines Tages für alles, was du getan hast, Rechenschaft ablegen müssen. Aristoteles sagte, wir sind, was wir wiederholt tun. Wir sind, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist daher keine Tat, sondern eine Gewohnheit. Ich gebe mal mein Bestes.
Ich handle mal, bevor ich gefragt werde. Ich gebe mal mehr, als von mir erwartet wird. Das ist eine Tat, das ist noch keine Gewohnheit. Erst wenn du die Tat wiederholst und wiederholst und wiederholst, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und aus der Gewohnheit entsteht eine Kultur. Und schlussendlich geht es darum, was du wertschätzt, was dir wert ist zu erhalten, zu pflegen, wird zu einer Gewohnheit. Diese Gewohnheit baut eine Kultur. Und welche Kultur wollen wir denn bauen? Ich sage dir eins, wenn du nicht definierst und wenn du nicht lebst und vorgibst, was dir wichtig ist, dann wird das jemand anders tun. Ich kenne das, wenn du in der Gesellschaft mittendrin bist, mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten oder was auch immer. Und auf einmal ist es alles nur noch negativ und alle labern negativ und du wirst mit weggezogen, wenn du nicht weißt, dass es für dich überhaupt keine Frage ist. Ich werde nicht lästern. Das ist mir ein Wert, den werde ich erhalten. Und wenn alle lästern, dann werde ich nicht mit lästern. Und wenn alle diesen Menschen mobben, werde ich ihn nicht mit mobben. Und wenn alle bescheißen bei einer Prüfung, ich werde es nicht machen. Weil es mir ein Wert ist, der es mir wert ist, dass ich ihn erhalte. Weil wenn ich ihn nicht erhalte, bewahre und pflege, wird das Unkraut und die Disteln kommen. Und schlussendlich muss ich mich nicht fragen, warum mein Leben nicht fruchtbar ist. Warum sich Dinge in meinem Leben nicht multiplizieren. Warum sich Menschen an meinem Leben kein Vorbild nehmen. Weil ich mir nicht die Mühe gebe, meinen eigenen Garten zu kultivieren, mein Herz zu kultivieren. Wenn du mehr gibst, als von dir erwartet wird, dann wird es wahrscheinlich niemand dankend zur Kenntnis nehmen. Oh, der hat mehr gegeben, als von ihm erwartet wurde. Aber du verfolgst damit einen Wert und eine Kultur, die unser Land, also nicht Bayern, sondern unser ganzes Land, Deutschland, zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Jahrzehntelang haben Menschen mehr gegeben, als von ihnen erwartet wurde. Und alle haben aufgeschaut und schauen teilweise auf zu diesem strebsamen und fleißigen und pünktlichen Volk. Und ich möchte gerne dieses Erbe, was wir in diesem Land vorgefunden haben, neu auf den Punkt bringen, erhalten und weiter ausbauen, dass sich Arbeitgeber die Finger danach lecken, Menschen anzustellen, die hier in der Kirche unterwegs sind. Und ich bin so dankbar, dass es schon so ist. Wenn ich das höre, ja, von manchen, da ist so eine Wertschätzung gegenüber euch da. Ich bin so dankbar, Pastor sein zu dürfen, weil ich sehe, dass dieser Wert schon in so vielen Stellen in dieser Kirche gelebt wird. Und für mich stellt sich die Frage, ja, mir ist an mir, wir geben unser Bestes. Wie will ich jetzt darauf reagieren, auf diese Botschaft? Aus Leistungsdruck oder als Reaktion darauf, dass auch Jesus sein Bestes gegeben hat, dass Jesus sein eigenes Leben gegeben hat, um mir ein Leben mit Gott zu ermöglichen. Ist doch verrückt, oder? 1% von Ingolstadt, also ihr seid doch echt verrückt. Kann das nicht mal ein bisschen weniger sein? Hey, es ist nur 1%, 99%, die wir nicht am Schirm haben. 1% nur. Aber dieses Prozent, die sollen Gott erleben in ihrem Leben. Die sollen eine Beziehung zu ihm aufbauen. Dieses 1%, die sollen verstehen, dass Gott etwas in ihr Leben hineingelegt hat. Die sollen begreifen, dass sie nicht irgendwie ein Produkt des Zufalls sind, sondern dass sie gewollt sind, dass sie begabt sind und dass sie dazu gesetzt sind, einen positiven Unterschied in dieser Welt zu machen. Diese 1500 Menschen, jeder Einzelne, jedes Schicksal, was hinter dieser Zahl steht, ist es wert, dass du und ich Gott mit unseren Gaben und Fähigkeiten von ganzem Herzen dienen, dass wir ihn von ganzer Seele dienen, dass wir ihn von ganzem Verstand und mit aller unserer Kraft dienen und nicht sagen, naja, das, was noch übrig bleibt für den Herrn. Darf ich euch einladen, aufzustehen?
Jesus gab sein ganzes Leben hin. Vor über 2000 Jahren verblutete er an diesem Kreuz, nahm die Trennung von Gott auf sich, um diese Menschheit mit Gott wieder zu versöhnen, stellte wieder die Brücke her zwischen Gott und Mensch. Das war nicht möglich mit 99% oder mit 99,9%, es war nur möglich mit 100%. Er gab sein Leben hin als Opfer. Und wir lesen im Römerbrief Kapitel 12, dass wir unser Leben als ein Opfer Gott geben sollen. Das ist der richtige Gottesdienst. Nicht, wenn du sonntags hier stehst und die Hände hebst und noch so tolle Lieder singst, die sich emotional so toll anfühlen, sondern wenn du morgen deinem Arbeitskollegen, deiner Arbeitskollegin, wenn du nachher deiner Frau, deinem Mann begegnest und sagst, hey, ich will mein Bestes geben in diese Beziehung. Ich will mein Bestes geben an der Arbeitsstelle. Ich will mein Bestes geben hier in der Kirche. Dadurch ehrst du Gott und verherrlichst ihn auf dieser Erde. Lasst uns Jesus nacheifern, der sein ganzes Leben, der sein Bestes gegeben hat, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Und dieses Lied soll dir als Möglichkeit dienen, auf diese Botschaft zu antworten. Vielleicht machst du die Augen dazu zu und nimmst eine Haltung ein, wo du einfach vor Gott stehst und ihn einfach sagst, Gott, das und das hat das mit mir gemacht, diese Botschaft. Ich möchte nicht, dass dieser genauso rausgeht aus dem Gottesdienst, wie gekommen sei, sondern dass eine Entscheidung getroffen wird. Gott, ich danke dir, dass du uns nie alleine lässt, Herr, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sind, Herr, dass Jüngerschaft bedeutet, dir nachzueifern, dir hinterher zu stolpern. Und du bist gut bei allem. Du bist nicht der, der uns knechten will, sondern du bist der, der uns Leben geben will, Leben im Überfluss. Und hilf uns, dich mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand und mit unserer ganzen Kraft zu lieben. Hilf uns, Menschen zu lieben, Herr Jesus. Hilf uns, wirklich unser Bestes zu geben. Amen. Und ich möchte dich fragen, wenn du eigentlich gar keine Ahnung hast von diesem Jesus, keine Ahnung hast, wer ist Jesus, was hat er getan, was zeichnete ihn aus? Es gibt einen Kurs, der heißt Abenteuerglaube, und da wird sehr, sehr viel einfach über die Basics des Glaubens gesprochen, immer donnerstags abends um 19 Uhr in diesen Räumlichkeiten. Aber ich möchte diesen Tag und diesen Sonntag nicht verstreichen lassen, ohne die Frage, möchtest du Jesus in dein Leben einladen? Das heißt, ihn als deinen Retter annehmen. Du brauchst einen Retter, weil es gibt etwas, was zwischen dir und Gott steht, das ist deine Sünde. Und in der Bibel lesen wir, dass Jesus unsere Sünden trug am Kreuz, damit wir frei von Sünde eine Beziehung zu Gott pflegen können. Mit dieser Sünde ist es nicht möglich, eine Beziehung zu Gott pflegen. Deswegen brauchen wir Jesus und deswegen ist es wichtig, ihn einzuladen. Und das ist ganz einfach. Das ist eine persönliche Entscheidung, die du triffst. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal bitten, dass wir alle die Augen zumachen. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und ich möchte dich fragen, möchtest du heute Morgen Jesus einladen, der Retter deines Lebens zu werden, ihn einladen, deine Sünden wegzunehmen? Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir folgendes Gebet zu sprechen. Und die davon auch überzeugt sind, weil sie es schon mal getan haben, weil sie glauben, dass Jesus ihr Retter ist, die lade ich auch ein, mit mir zu sprechen. Jesus, ich bekenne, dass ich Sünder bin. Jesus, ich bekenne, dass ich Sünder bin. Und ich brauche deine Rettung. Und ich brauche deine Rettung. Vergib mir all das, was ich getan habe. Vergib mir all das, was ich getan habe. Wasche du mich rein, Herr Jesus. Wasche du mich rein, Herr Jesus. Und mach du mich jetzt zu deinem Kind. Und mach du mich jetzt zu deinem Kind.
Ich nehme die Vergebung an, die du mir schenkst. Ich nehme die Vergebung an, die du mir schenkst. Amen. Amen. Wenn du heute dieses Gebet, wenn du heute zum ersten Mal Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bitte ich dich, komm doch nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Wir wollen dir einfach helfen, diese Beziehung, die du jetzt gestartet hast mit diesem einfachen Gebet, weiter zu entwickeln. Dass du nicht da stehen bleibst, sondern dass sich was entwickelt. Und auch Jürgen möchte euch ein paar Dinge weitergeben, wie ihr das entwickeln könnt, was Gott in euer Leben gelegt hat.